Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video hier vom Cruising Nebraska Event. Wir stehen hier noch in Lincoln und wir schauen mal, wohin die Reise von hier ausgeht, während hinter uns ein Flugzeug startet. Dann würde ich sagen, fahren wir von Omaha, also fahren wir von Lincoln nach Omaha und fahren dann von Wanderlust RV. Fahren wir dann. Ja, RVs oder Recreational Vehicles nach Valentine zu Ali Cars. Ich weiß, zu Ali's Car. Von 19.160, 15.432 Pfund Gesamtgewicht, $62,88 die Meile. Und dann haben wir erstmal 40 Meilen, die wir reinfahren nach Omaha. Wobei, wir fahren nicht mal nach Omaha rein. Das wäre, glaube ich, eher so in diesem Fall oder vielleicht auch eher hier. Aber da fahren wir mal. Aber vielleicht ist auch dort schon Oma. Okay. Ordentlich. Wir fahren erstmal zum RV-Händler. Okay, let's find a new route. Machen wir nochmal über diesen Weg wieder. Also schon mal schön, haben wir die Fracht auch, die erste Fracht, wo wir, ich auf alle Fälle sicher bin, dass sie von dem Event ist. Weil mit dem DLC dazugekommen ist, besser gesagt. Schon bei ganzem Güterzug wieder. Ja, natürlich. Ich sehe es noch nicht, wie viel ich gerade fahre. Jetzt nochmal Gas zu geben, lohnt sich auch nicht wirklich. Stay right. Then turn right. Turn right. Das war jetzt noch eine andere Aufwand, als ich dachte. Irgendwie habe ich, warum auch immer, gedacht, das wäre wirklich irgendwie so, als ob wir gerade in der Stadt wären. Okay, ist schon mal gut zu wissen, dass sich nicht so richtig lohnt, das Spiel zweimal zu starten. Ich habe es jetzt einfach mal gerade Spaß, aber zweimal gestartet. In der Hoffnung, dass es dann nicht ganz so sehr leckt, weil. Es ist ja auch bei ETS 2, also allerdings kann ich habe jetzt dazu gar keinen anderen Bezug gehabt, außer nur ETS 2, weil ich es jetzt hier noch nicht testen konnte, jetzt kürzlich, mit dem dazu gewonnenen DLC. Aber da hilft es ja dann auch schon mal, dann haben wir das Speichern, Spiel zu starten. Stay right, and then exit right. Machen wir doch. Stay left and then turn left. Turn left. Halte muss auch schon mal links. Wir müssen da hinten links abbiegen. Stay left and then turn left. Turn left. Hoppla.
Naja, ist nicht der Plan gewesen. Stay right and then turn right. Turn right. Get ready to turn right. Muss ich jetzt schon? Ich glaube, wir müssen keine Räder sein, aber ich könnte. Wobei das, glaube ich, nicht Anlieferungsstelle ist, sondern Kunde. Eine Lieferung ist dann eher hier. Wobei es wahrscheinlich auch keinen richtigen Unterschied macht. Irgendwie habe ich es ja gerade echt, ne? Zu weit links zu sein. Ist ja schon echt. Schon eine coole Fracht. Gefällt mir. Haben wir natürlich auch selbstverständlich eine Garage oder eine Möglichkeit, eine Garage zu kaufen. Ich finde, manchmal noch gar nicht nachgeguckt, was für Achievements es allgemein gibt. Also abgesehen von hier. Die ganzen Städte zu erfahren. Caution. Please mind the speed limit. Stay right and then turn right. Wir schauen uns über den Check an, wo wir überhaupt lang fahren. Also klar, den eigentlich kennen wir den Weg gerne. Ja, die Highway 275 durch Norfolk, dann auf den Highway 20, dann fahren wir hier nochmal durch. Namen wieder vergessen. Durch was? Durch O'Neill fahren wir durch. Und dann sind wir auch schon wieder im Valentine bei Ali's Cars. 290 Meilen. Aufgrund des Sonnenblockers muss man ja doch immer wieder aus der Sandbörse rausgucken. Wenn man sonst nicht sieht, ob man jetzt schon fahren darf oder nicht.
Aber ich muss auch sagen, dass ich es schon recht cool finde hier mit den... mit den Black and White Stripes hier. Ja, Notiz an mich. Nicht nur mit der Motorbremse bremsen, auch schon deutlich mehr. Okay, wir müssen mal hier einen U-Turn machen, ansonsten kommen wir nicht wieder weg. Also ich wusste eigentlich, dass ich es nicht hinbekomme, mit der Motorbremse zu bremsen. Weil sie dafür einfach zu wenig reinkickt. Mit ein paar Pfund hinten drauf. Also wir haben wirklich nicht viel Pfund drauf, ne? Aber ich dachte mir, okay, probier's mal. Oh wow. Noch einen besseren Winkel. Müssen wir einfach mal hier vorne rauf. Habe ich dann leider ein bisschen zu spät angefangen zu bremsen. Also auch normal zu bremsen. Dann auf nach Valentine, nochmal vor durch Norfolk wieder durch. Da sehen wir jetzt auch wieder die Strecke ein bisschen anders, weil wir von einer Richtung jetzt kommen. Das sah ja auch nice aus. Mit dem See, bei dem Wiederzug. Oh oh. Jetzt muss ich offene Flasche mal kurz auf den Boden stellen. Aber eigentlich nicht, ist ja eigentlich. Na. Ich mach noch 55. Vielleicht doch einfach auf 45, auch wenn es nur eine empfohlene Sache ist. Aber wir wollen ja unsere Wohnwagen nicht durch Nebraska werfen. Genauso wenig, wie ich die Flasche umwerfen will. Irgendwie irgendwas gezerrt oder eingeklemmt oder whatever am Garten arbeitet, bei den Gartenarbeiten.
Wenn man erst den Satz anders anfangen will. Oder zu Ende vor allem will. Ich wollte gerade anfangen zu bremsen, bis mir dann irgendwie doch wieder eingefallen ist, dass ich es ja gar nicht machen muss, weil ich jetzt gerade mehr oder weniger kann zwar die Hände an der Tastatur, aber ich musste nichts machen außer lenken. Und das ist ja echt nice und mit dem leichten Nebel noch im Hintergrund. Aber gut, man muss ja trotzdem noch aufpassen, weil manchmal die adaptive Geschwindigkeitsregulierung ja nicht greift. Ich meine, es war schade, aber sind wir mal ehrlich, es ist auch sehr realistisch. Ah, wir sind bei der Baustelle, bei der platzierten Baustelle, nennen wir es mal so. Da bremst wahrscheinlich nicht ab auf Null, ne? Schön nochmal den Camper vor uns. Da war ja was. Habe ich ja ganz vergessen. Ja, ich kann davon, dass wir das eh wieder noch weiter stehen müssen. Wo können wir noch pennen? Würde ich sagen, pennen wir hier vor O'Neill. Das brauche ich nicht. Falls wir es bis dahin schaffen. Caution. Please mind the speed limit. Das wird auch wieder so eine enge, enge Kiste jetzt. Go straight. Hey, wenn wir ja schon, wir sind ja jetzt schon in Norfolk, dann kriegen wir es auch durch, glaube ich, in einer Stunde noch bis zum nächsten Schlafplatz. Das ist wahrscheinlich ein bisschen risky, ne? Anderthalb Stunden, ne? Easy going. Hier bremse ich ja auch mal noch mit der Motorbremse, Sonderschütze, Motorbremse. Hätte ich bei der Ausfahrt mal machen sollen, aber naja. Go straight.
Dann muss man schon selbst in die Eisen gehen. So adaptierend ist die adaptive Geschwindigkeitsregulierung nun auch nicht. Ja, ist ja gut. Wir sind ja schon gleich da. Eine Stunde oder so. Go straight. Wie häufig wir es noch stehen, bleibt man in irgendwelchen Ampeln. Okay, dann weiß ich, wir haben Kreisverkehr, sehr schön. Also kannst auch schon jetzt, ne? Hauptsache adaptieren, wenn ich das einstelle, so, ne? Weil ich irgendwie zu nah dran bin. Wegen 40 Metern und so. So, nächster Halt, ja, entweder Waage und dann schlafen oder schlafen. Also, wenn wir auf die Waage müssen, kommen wir ja auch noch mal von dran vorbei, dann kann man sich auch dann fahre ich jetzt mit Licht, ich bin absolut verwirrt, weil ich einfach nirgendwo hier was auf dem Dash angezeigt bekomme. Jetzt fahre ich mit Licht. Wir werden wahrscheinlich auf die Waage gerufen. Wobei, nach dem Uhrzeittechnisch könnte sein, dass es vielleicht zu hat. Also, I don't know. Manche arbeiten ja auch nachts. Go straight. Dann hängt es nur davon ab, ob ich es mich jetzt hier, okay, ich kann noch eine weiterfahren, dann fahren wir noch einen weiter. Wir müssen ja jetzt nicht zwingend hier schlafen, ne? Nachher kommt noch irgendjemand über Nacht auf die Idee, dass wir vielleicht auch auf die Waage sollen. So übereifrig ist. Man könnte was finden. So, 65 wieder, aber wir sind ja auch gleich bei unserem Schlafplatz angelangt. Schlafen wir wahrscheinlich bis zum Morgen. Grauen. Tanken muss ich nicht, ich habe noch 11 des Tages voll.
Vielleicht ein bisschen mehr sogar. Ah, hier sind wir. Da, wo die Kollegen die scharfe Kurve in der letzten Fahrt genommen haben. Ja, alles klar. Du 40 Tonner. Schön, dass es hier wieder gerade nicht die Zone ist für. Also wieder so eine ganz kleine Zone da hinten war. So. Probieren wir es mal hier neben dem. Ansonsten muss ich noch ein weiteres Stück weiterfahren. Natürlich kann ich jetzt hier auch nicht pennen. Auch schön, dass auf den Müllcontainern hier City of O'Neill stand. Wir haben noch Platz, naja. Mal schauen, wie häufig ich jetzt probieren muss, einen Platz zu finden, wo ich schlafen kann. Okay. Nicht so oft. Kann ich oder ist es einfach. Ich kann nicht. Ich muss wieder vorfahren. Mir soll es recht sein, dann würde ich sagen, einmal gut schlafen. Meine Güte. Also manchmal nicht will, ist auch wild. Dann wollen wir mal die letzten... Meilen fahren. Wie viele es auch immer sein mögen. Null sind es auf jeden Fall nicht. Knappes Ding da hinten. ...116 Meilen noch. Das ist Valentine. Und ich lag nicht wirklich falsch mit meiner Annahme, mit O'Neill. Zumindest was jetzt so die Vergangenheit betrifft. Na, ah. Wie viele von denen... Wobei wahrscheinlich immer noch... Wenn es immer noch Proud representen. Das ist so das... Irish Capitalist. Das ist schon cool, mit dem Traktor, der lang rast und Staub aufwirbelt.
muss jetzt aber gleich auch wieder nicht pennen, weil ich habe ja schon gepennt und fahre dann jetzt nur 2 Stunden. Das ist ja auch schon mal gut. Kommt einem Bus entgegen. Merkt schon, dass wir halt sehr auf dem agrarwirtschaftlichen Bereich gerade sind. Und wir erreichen Bassett. Caution. Please mind the speed limit. Oh, stimmt, hier ist das. War er nicht hier? Okay, war er nicht. Ich dachte. War doch da, oder? Irgendwo war doch hier auf der Strecke ein Kopf, der darauf wartet, jemanden zu blitzen. Aber scheinbar nicht dort. Er ist mir nur eingefallen, weil ich gerade wieder so die ähnlich wirkende Baumkette gesehen habe. Ich weiß auch noch nicht, ob das jetzt schon gerade die Ausläufer des Sandhills sind oder ob es einfach nur Berge sind. Ja, wir kommen wieder auf Eifel in hügeligere Bereiche. Es ist leider schwer zu sagen, weil es irgendwie bei Google Maps auch nicht irgendwie ne, so ein Sandhills-Ding gibt. Zumindest habe ich habe noch nicht nachgesucht, aber es wurde mir zumindest bisher nicht so angezeigt, wo ich drauf gewesen bin. Dann das wäre ja zumindest einfacher, so jetzt, dann könnte man ja schon sagen, okay, da und da, die und die Städte sind mit inbegriffen oder liegen in den Sandhills. Aber ja. Muss ich nochmal schauen. Wait. War das immer so ein Aussichtspunkt oder? Okay, ich muss auf alle Fälle mir nochmal anmerken, merken, dass ich mal dann irgendwie da nochmal kurz einen Abstecher mache. Just in case. Und schauen wir, was das ist. Kann die Sache echt nur ein Aussichtspunkt gewesen sein? Hier war der Kopf. Und wir erreichen Valentine.
Go straight. Aber natürlich doch. Wobei ich mir eigentlich schon links halten, weil. Ne, wir bleiben ja links. Falls jemand hier raus will. Ich muss mich doch rechts halten. Super. Reinlassen. Turn right. It was a nice ride. Ah, das stimmt. Das kann ich so bestätigen. Dann laden wir die Fracht ab. Ausgezeichnet RVs von Omaha nach Valentine geliefert. Gefahrenstrecke 336 Meilen. Dauer 41 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 48 Gallonen. Das war der 172. erledigte ATS World of Trucks Auftrag. Es gab dafür 19.160 Dollar und 907 Erfahrungspunkte. Irgendwas wollte ich noch machen, jetzt habe ich wieder vergessen. Super. Also ja, war jetzt der vierte von 12 Aufträgen vom Cruising Nebraska Event. Und ich würde auch sagen, wir bleiben einfach mal hier stehen, denn wir sind ja noch nicht allzu müde. Wir können ja noch 11 Stunden fahren. Und setzen dann von hier aus die Fahrt fort, wo auch immer es hingehen mag. Ob es nach Sheldon geht, Alien, Sydney, North Platte, Grand Island oder McCook. Hä? Wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wild? Ah, Norfolk waren wir auch noch nicht. Wir haben Scott's Bluff. Valentine? Haben wir Valentine nicht zweimal? Achso, wegen Omaha. Also wir sind erst nach Scott's Bluff. Dann sind wir von Scott's Bluff nach Valentine. Von Valentine nach Lincoln. Von Omaha nach Valentine. Ach, Columbus habe ich gar nicht gesehen. Das dürfte dann die letzte sein. Dann dürfte es ja passen. Chatterin, Alien, Sydney, North Platte, McCook, Grand Island, Columbus und Norfolk. Okay, ja, passt. Ja, na, die Auswahl. Oh, ich muss Omaha noch aufschreiben. Darf ich nicht vergessen. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Wir setzen dann diese Fahrt von hier aus fort. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Entweder hier vom Cruising Nebraska Event oder vom Trade Connections Switzerland Event im Eurotruck Simulator 2.